Wie ihr alle wisst, ist Peter Rodlowski tot. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt das Ermittlungsverfahren eingeleitet. Seine Eltern treten als Nebenkläger auf. Gesundheit. Ja, eine Bitte. In den nächsten Wochen werdet ihr alle als Zeugen zur Vorverhandlung geladen. Gebt mir bitte eure Termine bekannt, damit ich die Dienstpläne rechtzeitig machen kann. Ja? Hat jemand vielleicht ein Taschentuch? Danke. Sag mal, was ist eigentlich mit Ulf los? Meinst du? Wir fahren fort mit den Vorermittlungen im Fall Rodlowski. Frau Voss, Sie sind hier erschienen als Rechtsvertreterin der Nebenkläger Herr und Frau Rodlowski. Bitte. Danke. Zuerst möchte ich einige Fragen an Herrn, an Kriminalkommissar Theobald Anton Severing richten. Herr Severing, bei dem Banküberfall der Filiale Stettiner Straße wurde der Sohn meiner Mandantin, Herr Peter Rodlowski, durch 3 Kugeln von Beamten eines Sondereinsatzkommandos getötet. Welche Funktion hatten Sie dabei? Ich war der Einsatzleiter. Heißt es, Sie hatten mit dem Leiter des SEK während aller Phasen des Einsatzes Absprachen über die Taktik? Ja, das heißt es. Aus Ihrer Akte geht hervor, dass Sie seit einem knappen halben Jahr geschieden sind. Die Angaben sind doch korrekt. Ich wüsste nicht, was das mit diesem Fall zu tun hat. Hat die Tatsache, dass sowohl 2 uniformierte Beamte als auch die Ehefrau eines ihrer Kollegen in der Bank waren, irgendeinen Einfluss auf die Vorgehensweise der Polizei gehabt? Die Vorgehensweise, wie Sie es nennen, ist immer abhängig von der Situation. Mit anderen Worten, Sie waren persönlich betroffen? Mehr oder weniger ja. Das sind die Fächer für die Touren. A-Tour, B-Tour, C-Tour. Wir sind die B-Tour. Da drüben sind die Fächer für die Dienstpläne, persönliche Post und Memos an die Kollegen. Kann nicht schaden, ab und zu mal einen Blick hineinzuwerfen. Gesundheit! Aber die sind bald alle. Wer krank ist, sollte zu Hause bleiben. Ich kann mir doch schnell was aus der Apotheke holen. Das ist immer noch besser, als am ersten Tag gleich mit einem gelben Schein anzukommen. Tja, wie du willst, hat das noch eine halbe Stunde Zeit. Natürlich, klar. Gut, dann schicke ich dich um 9 Uhr in die frische Luft. Streife mit Andi Schmidt zusammen. Könnten Sie sich dazu bitte etwas ausführlicher äußern? Zum Zeitpunkt des Schusses war Frau Thiele bereits in Sicherheit. Polizeimeisterin Arendt wurde jedoch von Rodlowski mit der Waffe bedroht. Ein Handeln von Seiten der Polizei war deshalb unbedingt erforderlich. Herr Severing, Sie sagten eben, Sie waren der Einsatzleiter. Ja, das sagte ich. Sie haben also, wenn ich das richtig verstehe, den Befehl gegeben, auf Herrn Rodlowski schießen zu lassen? Nein, im Gegenteil. Wir haben alle Einheiten per Funk benachrichtigt, nur im äußersten Notfall von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Diese Absprache habe ich mit Herrn Maybach und dem Leiter des SEK zusammengetroffen. Ich habe hier den Autopsiebericht. 2 Kugeln durchschlugen das Herz von Herrn Rodlowski. Die 3. traf ihn im Hals und zerstörte seine Halsschlagader. Jeder einzelne Schuss wäre tödlich gewesen. Können Sie sich zu diesem Punkt bitte äußern? Rodlowski war im Besitz einer Schusswaffe, mit der er bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf 2 unserer Beamten geschossen hat. Wir alle hier im Raum wissen, dass die Beamten des SEK ausgezeichnete Schützen sind. Hätte ein gezielter Schuss auf andere Körperteile nicht ausgereicht? Nein. Wir mussten davon ausgehen, dass er die Absicht hatte, Frau Agan zu verletzen oder zu töten. In solchen Fällen können wir kein Risiko eingehen. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie. Pardon. Wo waren wir stehen geblieben? Hans? Hans, ich mache mir Gedanken um Ulf. Schon seit Tagen. Warum? Was ist mit ihm? Findest du nicht auch, dass er etwas unkonzentriert wirkt? Außerdem sieht er schlecht aus. Er hat ein kleines Kind zu Hause, das alle 4 Stunden aufwacht und versorgt werden will. Ja, das verstehe ich ja, aber trotzdem. Also ich habe da meine Bedenken. Wieso Bedenken? Hans, hast du den Krause irgendwo gesehen? Horst ist am Telefon. Ja, stell durch in mein Büro. Wir unterhalten uns noch. Morgen. Morgen. Ich bin Sarah. Ich bin Eddie. Wow, darf ich?
Ich habe heute noch nichts gegessen. Ja, hau rein. Ne? Gestern Nacht, da war ich total aufgeregt. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Und dann noch diese Erkältung. Das ist mein erster Tag heute. Kenny. Ich hätte es fast nicht geschafft. Unter der Dusche wäre ich beinahe wieder eingepennt. Boah, hier müsste mal jemand abwaschen, ne? Ja, tu dir keinen Zwang an. Ich kann nicht. Ich muss auf meine erste Streife. Ja, ja, und wann ist mit Abwaschen? Also Spülmittel ist da. Handschuhe auch. Wenn du dich beeilst, dann bist du so in 20 Minuten fertig. Hm? Ja, ich verstehe. Aber da muss ich Sie leider mal verbinden. Eine Sekunde, bitte. Didi, Bürgertennis, du hast Aufschlag. Polizeiinspektion 5. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Guten Tag, mein Name ist Jonas. Ich habe schon mit Ihrem Kollegen gesprochen. Es geht um Folgendes. Mein Nachbar, der hat sich so einen Heimtrainer gekauft. Und jetzt benutzt er das Ding stundenlang. Das geht dann immer kapoff, 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 kapoff. Ja, ist es eine Rudermaschine oder mehr so etwas wie ein Fahrrad? Woher soll ich denn das wissen? Jedenfalls seit Tagen geht das jetzt schon so. Und da dachte ich mir, ich will eine Anzeige machen. Dafür bin ich leider nicht zuständig. Aber... Bleiben Sie dran, ich verbinde Sie mit dem zuständigen Beamten. Moment bitte, ja? Frank, Bürgertennis. Was soll denn das? Ahmed, Aufschlag. Polizeiinspektion 5, Brauerstraße, hallo. Jonas ist mein Name. Ich möchte eine Anzeige machen. Worum handelt es sich denn? Herr Staatsanwalt, ich habe keine weiteren Fragen. Gut. Danke, Frau Rechtsanwältin. Die Befragung wird um 14 Uhr mit Herrn Fink fortgesetzt. Pünktlich. Genau. Hier, bitteschön. Danke. Und besser? Endlich, ich kann atmen. Ich habe mal mit 39,7 eine Nachtschicht geschoben, das war hart. Wie lange bist du jetzt dabei? 7 Jahre. Und macht's noch Spaß? Ja, ja, doch, meistens schon. Besonders, wenn ich an einem dicken Fall dran bin. Du? Ja, vor einer Zeit haben sie in Bonn so einem Staatssekretär sein Diamantkolli geklaut. Also seiner Frau, meine ich. Ich habe den Fall damals gelöst, stand sogar in der Zeitung. Naja, wenn ich ehrlich bin, war es eigentlich eher der Zufall. Aha. Sag mal, gehst du gerne ins Kino? Sicher. Hast du Samstag schon was vor? Also eins möchte ich klarstellen. Ich habe nicht vor, mit einem Kollegen ins Bett zu springen. Capito? Entschuldige, so war das nicht gemeint. Komm. Ulf? Ulf? Ja? Wir müssen mal einen Augenblick miteinander reden. Worüber? Nicht hier. Komm. Tja, mein lieber Ulf, es ist mir zwar nicht gerade sehr angenehm, aber ich fürchte, wir müssen mal ganz offen miteinander reden. Worüber? Bitte verstehe mich nicht falsch, aber angesichts der veränderten Tatsachen wäre es wahrscheinlich richtiger, wenn wir wieder Ja? Ja, wenn wir wieder zum Sie zurückkehren. Und wieso? Nehmen Sie es bitte nicht persönlich, Herr Schelling. Es ist alles nur eine Frage der Gruppenpsychologie. Ja? Ah ja. Herr Krause. Hier, du sollst sofort zu Krause kommen. Hat er gesagt, was er will? Hier. Nee, aber es klang ziemlich wichtig. Augenblick. Was gibt's denn noch? Wir sollten über den Fall noch mal reden. Es macht nicht unbedingt Spaß, so ausgequetscht zu werden. Heute ist Dienstag, da gibt's Gulaschsuppe in der Kantine. Kommen Sie. Das klingt zwar sehr verlockend, aber ich habe einen dringenden Termin. Wann haben Sie denn Zeit? Frau Voss? Die nächsten Tage sieht schlecht aus. Wie wär's mit heute Abend? Das könnte klappen. Um 8:30 in Michelangelo? Ich werde da sein. Hab Platz. Moment mal, was soll denn das? Hallo? Ja? Hallo? Bin ich jetzt bei den Anzeigen? Bitte? Ich versuche jetzt schon seit Ewigkeiten eine Anzeige aufzugeben. Ihr Kollege sagte mir, dass Sie dafür zuständig sind. Ja. Wenn Sie sich einen Augenblick gedulden würden, ich verbinde Sie. Moment. Polizeioberrat Krause, guten Tag. Ich bin mal für 5 Minuten weg. Was kann ich für Sie tun? Wir gehen zusammen essen, das ist alles. Komm, Theo, ich hab dich doch beobachtet. Toi, toi, toi. Was du immer gleich denkst. Horst, ich bitte dich.
Ich habe sehr wohl Verständnis für Ihre Situation, aber der Besitz einer Rudermaschine ist nicht strafbar. Wo ist Ulf? Keine Ahnung. Kannst du nicht sagen. Such ihn bitte, ich übernehme ihn. Nein, bitte beruhigen Sie sich. Ja, bleiben Sie dran, ich verbinde Sie. Nein, ich verspreche Ihnen, der Fall wird sofort bearbeitet. Ja, ja, ja. Hans, dieser Mann hat sich eben gewaltig bei mir beschwert. So etwas schätze ich überhaupt nicht. Ich weiß. Jeder Bürger hat ein Anrecht darauf, dass seine Beschwerden zügig und unbürokratisch bearbeitet werden. Natürlich. Außerdem machen sich manche Beamte hier über einiges lustig. Ach. Ja, so kann das einfach nicht weitergehen. Ich verlange von jedem Beamten etwas mehr Disziplin und Arbeitsmoral, besonders von Schelling. Schelling? Seine äußere Erscheinung lässt zu wünschen übrig. Er sollte etwas mehr auf sich achten. Oder er wird die nächste Zeit Zellenaufsicht machen. Wir haben uns verstanden. Ja, ja. Strafzettel. Ach nee, das ist doch eigentlich nicht unsere Aufgabe. Na, ich will endlich auch mal was zu tun haben. Andi, guck dir das mal an. Ja und, Sondergenehmigung von der Stadt. Das weiß ich selbst, aber das ist doch ein Lieferwagen. Das kommt mir komisch vor. Da stimmt doch hinten und vorne was nicht. Also Regel Nummer 1, im Zweifelsfall immer auf der Wache nachfragen. Kürbis 5001 von Kürbis 5025 kommen. Kürbis? Stinkt wie Kürbis. Kürbis 5025 von 5001 kommen. Ja, hallo Hans, wir haben hier einen Lieferwagen entdeckt mit der Plakette Arzt im Dienst. Plakette ist wahrscheinlich gefälscht, kommen. Wartet auf den Mann und überprüft seine Papiere. Wenn er in 20 Minuten nicht da ist, schreibt ihr ihm einen Zettel. Und macht mit eurer Streife weiter. Habt ihr das Kennzeichen? Ja, Köln, Cäsar, Richard, 2286, kommen. Verstanden, Ende. Ich habe ihn nicht gefunden. Ja, irgendwo muss er doch sein. Ja. Kindergarten. Entschuldige. Ich bin eingeschlafen. Was ist los mit dir? Nichts, wieso? Ich bin doch nicht blind. Gibt es irgendetwas, das ich für dich tun kann? Ich denke nicht. Ist es wegen Köbi? Wir hatten gestern Abend einen ziemlich heftigen Streit. Naja, und was soll ich sagen? Irgendwann habe ich meine Sachen zusammengepackt und bin raus. Du bist was? Ja, ich habe heute Nacht in der Kneipe geschlafen, da wohne ich jetzt erstmal. Ja, soll ich Kirby anrufen? Mit dir reden? Nein, nein, lass mal. Es würde alles nur noch schlimmer machen. Ich dachte, vielleicht bringt der Kleine uns wieder zusammen, aber es klappt nicht mehr zwischen uns. Aus und vorbei. Ja, du kannst selbstverständlich erst mal bei uns wohnen, wenn du willst. Danke. Danke, aber im Moment weiß ich selbst nicht, was ich will. Ich weiß nur, ich muss eine Entscheidung treffen. Was willst du damit sagen? Ich kann nicht mehr gleichzeitig hier Dienst schieben und abends hinter einem Tresen stehen. Das hat meine ganze Ehe kaputt gemacht. Du, Moment mal, ne? Immer schön der Reihe nach. Ich will zwar nicht in deine Angelegenheiten reinreden,
Aber wenn du hier alles hinschmeißt, dann geht es mit dieser Wache schwer bergab, egal was Krause sagt. Wieso? Was sagt Krause? Nichts Konkretes, du kennst ihn ja. Deine Bügelfalten sitzen ihm nicht straff genug. Er soll mich in Ruhe lassen, er hat davon nichts eine Ahnung. Ulf, ich sag's noch einmal. Wenn ich etwas für dich tun kann, sagst du es mir. Das ist ein dienstlicher Befehl. Danke, Hans. Hey, Moment mal, das ist er. Hey, einen Moment mal! Entschuldigung! Ja? Ja, gehen Sie bitte weiter. Entschuldigen Sie, ist das Ihr Wagen? Warum fragen Sie? Naja, die Plakette, die Sie da haben, die sieht ein bisschen abenteuerlich aus. Wo haben Sie die denn her? Ist nicht mein Wagen, ich fahre ihn nur. Zeigen Sie mir mal die Papiere. Er gehört einem Freund. Dankeschön. Was haben Sie denn hinten drin? Ein paar Sachen. Nichts Wichtiges. Öffnen Sie bitte mal die Tür. Bitte. Oh, das ist ein bisschen viel für eine Person. Und für ärztliche Notfälle? Wo haben Sie die denn her? Gehören die Anzüge Ihnen? Ja, die gehören wahrscheinlich auch Ihrem Freund, was? Schau dir das mal an. Merkwürdig. Germani. Soweit ich weiß, ist der Schriftzug eine Ecke runter. Also, Herr Jason, ich glaube, ich muss Sie bitten, uns zur Wache zu begleiten. Hier, sag Hans Bescheid, dass er uns einen Wagen schickt. Ich habe die falsche Hautfarbe, stimmt's? Blödsinn. Einen Augenblick, die Herren. Hans? Ja, Moment, Didi. Ich habe nichts dagegen, ab und zu einen Spaß zu machen, ja? Aber der Nächste, der mir nochmal einen Bürger verscheißert, wird zu 3 Monaten Schreibdienst verdonnert. Ist das klar? Ja, was gibt's, Didi? Anni und die Neue haben den Fahrer von dem Wagen mit der gefälschten Plakette. Scheint ein Fall für die Kripo zu sein. Wir haben einen Wagen hingeschickt. Sie sind gleich da. Worum geht's? Anzüge. Theo? Ja? Wenn du in einer Viertelstunde nicht da bist, dann fahr ich schon mal vor. Ja, ja, klar, mach das. Ich denke, ihr seid bei Gericht. Das waren wir auch. Aber Theo hat ein Rendezvous und rate mal mit wem. Interessiert mich nicht. Herr Sievering, im Namen der Polizeidirektion ernenne ich Sie zum Oberkommissar. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Vielen Dank auch. Ja. Oh nein. Mein lieber Theo, ich erlaube mir, dir im Namen aller Kollegen ein Geschenk zu überreichen, ein ganz besonderes Geschenk. Danke, Werner. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Was, willst du es nicht auspacken? Doch, doch, natürlich, unbedingt. Ja. Vorsicht, 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 Vorsicht. Na, ich habe ihn extra für dich anfertigen lassen. Ist er nicht schön? Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das verstehe ich doch. So. Auch wenn du im Dienst bist, dir gefallen, musst du mir einfach tun. Das ist echt sehr nett von dir, Werner, aber ich muss jetzt wirklich los. So, Herr Kollege, bitte auf eine lange, erfolgreiche Zukunft. Prost, Werner. Ist nicht schlecht. Aber was war dann? Ja, und dann hat sie ihn zum Essen eingeladen. Sag mal, ist das die Neue? Ja. Wo finde ich jemand von der Kripo? Bleib du mal hier, ja. Ich mach das schon. Sie, Fräuleinchen, Sie werden schon entschuldigen. Sie müssen sich einen Moment gedulden. Der Kollege, der kommt gleich zurück. Ja, das würde ich auch gerne. Aber wissen Sie, ich habe draußen meinen Hund angebunden. Und der ist nicht gern alleine. Der beißt dann immer seine Leine durch und sucht mich. Der hängt eben total an mir. Na gut. Was kann ich für Sie tun? Also, ich war heute Vormittag in der Sauna. Das mache ich 3-mal die Woche. Das ist gut für die Haut. Ich lege nämlich großen Wert auf meinen Körper. Sagen Sie, bin ich Ihre Kosmetikberaterin oder was? Oh nein, Entschuldigung, so habe ich das nicht gemeint. Jedenfalls, wie ich mich wieder anziehe, da höre ich 3 Männer miteinander tuscheln. Die haben irgendwas geplant, ein Attentat oder sowas. Ja, und weiter?
Ja, seitdem fühle ich mich verfolgt. Ich habe große Angst. Ich brauche Personenschutz. Wenn möglich bei Tag und bei Nacht. Es tut mir leid, dafür bin ich nicht zuständig. Ich kann Ihnen dabei einen Tipp geben. Die Tour, die ist zu dumm. Am besten, Sie gehen noch mal raus. Überlegen sich was Besseres, kommen wieder rein und versuchen es noch mal. Hm? Ist ja immer noch da. Ja, die neue Kollegin, Severing, angenehm. Komm, wir sind spät dran. Oberkommissar Holmes und Hauptkommissar Watson wieder mal in Eile. Sarah, das ist Edith Hiele. Er wird das Verhör leiten. Frank und Jürgen durchsuchen noch den Wagen. Was, du bist auch bei der Kripo? Ich hab gedacht, du bist einer der Fensterputzer. Ach, die neue Kollegin. Schon mit ersten Erfolgen, habe ich gehört. Ich bin Polizeioberrat Werner Krause. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Weiter so, ja. Und falls Sie irgendwelche Fragen haben oder auch Probleme, ich stehe Ihnen selbstverständlich immer zur Verfügung. Danke. Ja, dann wollen wir mal, ne? Ja. Ist er weg? Krause, ja. Wenn du nichts dagegen hast, ich gehe mal eine Sonderstreife. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Ja, ja, schon gut. Lass dir Zeit. Überprüf doch mal, ob er irgendwelche Vorstrafen hat. Ja. Du sag mir doch mal, wie kommt ein Typ wie du zu so vielen schicken Anzügen? Ich will meinen Anwalt sprechen. Schlecht gemachte Billigimitate. Hast du die nur geklaut? Willst du die verhökern oder was? Ich sage nichts. Ja, was sagen wir jetzt dazu? Er sagt nichts. Wie viel Geld hat er bei sich gehabt? 123 Mark und 60. 123 Mark und 60 Pfennige. Wo hast du das denn her? Das geht sich an den Träger an. Stimmt, da hat er recht. Aber die Jacken und die Hosen in deinem Wagen, die gehen mich verdammt was an. Und es wäre sehr freundlich von dir, wenn du mir erklären könntest, was es damit auf sich hat. Ob Sie es glauben oder nicht, ich kenne meine Rechte. Und ich verlange sofort, mit meinem Anwalt sprechen zu dürfen. Ich kann dir doch nicht erzählen, dass du die Klamotten alleine verkloppen wolltest. Du doch nicht. Ich will wissen, wo kommen die Anzüge her und wohin solltest du sie liefern? Namen und Adressen oder du bleibst hier, bis du weiß bist! Du musst ihn doch nicht gleich so anscheißen. Ich führe hier das Verhör. Ist das klar? Das hier war im Verbandskasten. Ich dachte, das könnte dich interessieren. Das konnt ihr mir nicht anhängen. Damit habe ich nichts zu tun. Ah ja? Ich glaube, da fangen wir am besten noch mal ganz von vorne an. Danke, Frank. Könntest du uns mal eine Kanne Kaffee holen? Wie hätten Sie denn gern Ihren Kaffee? Schwarz. Ich sehe überhaupt nicht ein, dass wir uns rechtfertigen müssen. Der Kai war doch selbst schuld. Also er ist schuld, er ist tot. Seine Eltern sind fix und fertig, die Presse stürzt sich drauf und wir müssen es halt ausbaden. Ja, egal wie. Tja, das Leben ist halt hart. Scheiße! Das hat mir gerade noch gefehlt, wunderbar. Bist du bescheuert oder was? Regen Sie sich ab, ja? Es ist nicht meine Schuld, wenn Sie plötzlich ausscheren. Du bist mir hinten drauf gefahren. Sie hatten nichts vom Blinken, ne? Taxifahrer, manche fahren echt wie die Schweine. Das wird ganz schön teuer. Stimmt, fragt sich bloß für wen. Sie sind eindeutig so schnell gefahren, ich hab's ganz genau gesehen. Wer hat dich denn gefragt? Um das mal ganz klarzustellen, Sie sind ausgeschert, ohne zu blinken und ohne in den Rückspiegel zu gucken. Ist das klar? Ich hab Zeugen. Ja, ich auch. Gesundheit. Ich bin doch nicht seine Sekretärin. Lass mal, damit ist jeder mal dran. Außerdem mag ich es nicht, wie er Jason behandelt.
ganz schön frech dafür, dass du erst seit heute hier bist. Wieso? Das hat doch damit gar nichts zu tun. Womit denn? Mensch, dass Thiel ein Fascho ist. Da brauche ich doch kein Bulle zu sein, um das mitzukriegen. Ach, Sarah, wie läuft's? Er will nichts aussagen. Also, ich weiß, jeder hat hier seine eigene Tour und ich will auch niemandem reinreden, aber der Thiele, der behandelt ihn wie den letzten Dreck. Ich möchte mich da nicht einmischen, aber halt mich trotzdem auf dem Laufenden, ja? Okay. Danke. Na, was war mit dem Päckchen? Also, wenn du mich fragst, Koks. Aber wir haben schon das Labor angerufen, wir bringen es gleich hin. Hast du sonst noch was gefunden? Nee, nur Anzüge. Ich hoffe, du hast sie abgezählt. Wir verstehen uns. Hör mir mal zu. So sauberen Stoff kriegst du nicht an jeder Straßenecke. Und wo das Zeug herkommt, da gibt es auch noch mehr davon. Und da steckt viel Geld dahinter. Also, ich könnte dich ja jetzt einbuchten. Ne? Aber wenn du mir sagst, wo du das Zeug her hast, dann können wir einen Deal machen. Ich weiß nichts. Ich glaub dir das ja. Ne? Nur deine Chefs, die werden dir das nicht glauben. Die denken wahrscheinlich, du bist mit dem Zeug abgehauen. Die suchen dich schon bestimmt. Eddie. Wie du meinst. Entweder du sagst mir, wo du das Zeug her hast, oder ab geht er in den Bau. Also, überleg dir das gut. Aber überleg schnell. Flash. Was hast du gesagt? Flash, so heißt er. Er hat mir 200 Mark gegeben, damit ich den Wagen fahre. Das ist alles. Na bitte. Warum denn nicht gleich so? Wir brauchen einen Unfallwagen. Eigen-VU auf der Goethestraße ohne Personenschaden. Was soll ich meinem Chef sagen? Ich hab doch den ganzen Stress am Hals und du machst hier einen auf doof. Wissen Sie auch, was Sie sagen? Ja, auch nur frech werden. Nee, hey, das will ich an Ihrer Stelle nicht tun, ja? Finger weg! Sie hören doch, was mein Kollege sagt. Na, Polizei. Na, bravo. So, bitte? Verhaften Sie mich? Ist kein Problem, wenn Sie so weitermachen. Und weswegen, wenn ich fragen darf? Beamtenbeleidigung, Verkehrsgefährdung, suchen Sie sich was aus. Und wie wäre es mit Körperverletzung? Versuch's doch, du Arsch. Du, Theo, ich will ja nicht hetzen, aber ich bin zu spät. Na gut, kommt sich ab, ich regel das hier schon. Hören Sie, Sie sind doch frei, ich muss zum Gericht kommen zu fahren. Sag mal, spinnst du doch nicht mit dem? Ich mach das mit dem Personal hier. Ja, dann mach das. Und bleib jetzt ganz ruhig. Hier hast du meine Karte. Ruf mich an, wenn was los ist. Und von dem lass dich nicht provozieren. Komm, auf! Er will das doch nur! Ja! Hier ist er. Glotzstraße 17, Matthias Hinze alias Flash. Das ist so ein Angeber. Den kenne ich nur aus der Zeit, als er für 10 Pfennig Blechdosen auf dem Schrottplatz verkauft hat. Ist ein cleveres Bürschchen, ja. Aber ist ein Spinner. Aber dumm ist er nicht. Sag mal, kannst du mir mal sagen, was du mit Jason vorhast? Andi und die Neue bringen ihn gerade wieder in die Zelle. Vielleicht brauche ich ihn ja noch. Du willst ihn einfach so festhalten? Ich mache das nur zu seiner eigenen Sicherheit. Wenn ich den jetzt laufen lasse, dann ist er in 5 Minuten wer weiß Gott wo. Du bist mir ein schöner Held. Da muss man doch was sagen. Also ich leg mich doch nicht mit der Kripo an, das bringt doch eh nichts. Aber den Jungen so zu schikanieren, das bringt's was. Kaffee schwarz, was soll denn das? Ah, na, hast du deinen Spaß gehabt? Du musst noch viel lernen. Und du gibst ihm keinen Anwalt, das ist gegen die Vorschriften. Stimmt. Findest du das gut? Jason kriegt schon seinen Anwalt, aber vorher kriege ich Flash. Verlass dich drauf. Tut mir leid, wir hatten einen Unfall, Blechschaden, nichts Schlimmes. Ich bin noch nicht zu spät, oder? Nein, gerade richtig. Kommt der Severing noch? Keine Sorge. Wenn der will, ist er immer pünktlich. Er ist nirgendwo zu finden. Ich habe überall gesucht. Er ist auf Streife. Ach, seit ich hier bin, war er höchstens 3-mal auf Streife. Seit seinem Unfall überhaupt nicht mehr. Da stimmt doch was nicht. Entschuldigung, wenn ich störe, aber ich weiß jetzt, wer der Auftraggeber von Jason ist. Flash heißt der Typ und ich habe seine Adresse. Siehste? Das sind Resultate. So,
Also wenn Ulf, ich meine, wenn Herr Schelling kommt, dann schick ihn bitte sofort zu mir. Ich brauche 3 von deinen Leuten. Geht sofort. Aha. Ich will nicht, dass Flash gewarnt wird. Und von wem, bitteschön? Die Ware sollte vor einer Stunde geliefert werden. Vielleicht hat der Empfänger schon irgendwas gerochen und Flash informiert. Was hältst du von einem Durchsuchungsbefehl? Och, bis ich den habe, ist der Kerl auch über alle Berge. Es besteht Verdunklungsgefahr. Ja, mag sein. Nimm Sarah, Schmidt und Erhard mit. Danke. Und Eddie? Was ist? Wenn du mal Zeit hast, müssen wir uns unter 4 Augen unterhalten. Warum? Deine Verhörmethoden. Ja, guten Tag. Ich möchte eine Kleinanzeige aufgeben. Stellenangebote. Ja, der Text, weibliche Bedienung mit Gastronomieerfahrung für liebevolle Kneipe gesucht. Wir müssen verdammt aufpassen. Dieser Flash ist mit allen Wassern gewaschen. Ne? Er sieht zwar harmlos aus, aber Vorsicht. Ne? Ich möchte nicht, dass ihr euch auf irgendwas einlasst. Wenn einer redet, dann bin ich das. Klar? Also ab geht er. Irgendwas, das ich wissen sollte? Nur eine Verhaftung. Ich halte dich auf dem Laufenden. Wie, was soll das heißen, nur eine Verhaftung? Ich will wissen, was los ist, Timo. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Wir sind auf dem Sprung. Gut, dann komm in mein Büro, wenn du zurück bist. Alles klar? Selbstverständlich, Chef. Hey, was ist hier los? Ihr könnt hier nicht stehen bleiben. Ihr blockiert die Ausfahrt. Ich weiß. Ja und? Wirst du schon sehen. Jetzt mal unter uns, was ist denn los? Einer von euren Leuten hat einen Kollegen beleidigt. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wisst ihr zufällig, wer das war? Seewaring heißt er. Ein richtiger Giftzwerg. Wieso, was ist denn mit dem? Warte ab, jetzt wo er Oberkommissar geworden ist. Komm, so schlimm ist er auch wieder nicht. Na oder, er kriegt totalen Höhenflug. Hast du ein Taxi bestellt? Nein, wieso? Dann geh mal vor die Türe. Alles voll. Jojo, weißt du, was von Taxis da draußen vor der Tür? Keine Ahnung. Irgendwelche Meldungen gekommen in der letzten Woche? Keine Meldung. Bei dir auch nicht? Nein. Sei so lieb, geh mal raus da hinten und schau, was los ist. Vielleicht sagen, was das hier soll? Das sehen Sie doch, wir protestieren. Ah ja, und wogegen? Fragen Sie Seewaring. Unverschämtheit. Hier möchte ich nicht unbedingt wohnen. What's up? Ja? Thiele, Kriminalpolizei, falls er nicht mehr weiß, wer ich bin. Wir wollen gern ein paar Takte mit dir reden. Klar, immer. Kommen Sie doch rein. Schön, dass Sie hier. Finde ich auch. Scheiße! Na wunderbar, da hast du ja schön Scheiße gebaut an deinem ersten Tag. Ach, ich höre wohl nicht recht, ha? Spar dir solche Sprüche, ja?
ich das noch erleben darf. Eine Demo vor der Wache. Kürbis 5001 von 2024. Kommen. 5001, gehört? Uns ist gerade ein Verdächtiger entwischt. Gib sofort eine Fahndung raus. Matthias Hinze, circa 25 bis 30 Jahre alt, 1,90 groß. Dunkelblonde Haare. Ist mit einem schwarzen Alfa Romeo Spider geflüchtet. Polizeiliches Kennzeichen, Köln, Anton Richard 63. Wir wissen nicht, ob er bewaffnet ist. Verstanden. Was hat er an? Weiß ich nicht. Warte mal. Du musst doch wissen, was der für Klamotten angehabt hat. Lass mich mal. Die Kürbis 5024. Verdächtige Person ist bekleidet mit braunem Leinensakko, weißem T-Shirt mit auffälligem Blitzmuster sowie schwarzen Halbschuhen mit Leopardenfellbesatz. Verstanden. Fahndung läuft. Erklär mir doch bitte, was du jetzt machen willst. Was weiß ich, irgendwann werden die schon wieder abziehen. Aha. Und solange stehen die da draußen und machen Radau. Nein, nein, mein Lieber, du hast uns die Suppe eingebrockt, jetzt wirst du sie auslöffeln. Wieder auslöffeln, genau. Ja, wieso? Vielleicht bin ich im Recht. Du hast den Unfall verursacht. Keineswegs, Frank Horst. Der ist doch noch bei Gericht. Ich werde ihn, glaube ich, besser mal anpieken. Ich glaube, das bringt nichts. Ihr wisst doch, wie Taxifahrer zusammenhalten. Selbst wenn ich könnte, wie ich wollte, was soll ich denn machen? Kannst du nicht warten, bis ich herein sage? Nein, es ist wichtig. Didi hat gerade durchgefunkt, dass Ihnen der Typ entwischt ist. Ich habe eine Fahndung ausgegeben. Gut gemacht. Ja, aber wir kommen nicht weg. Was heißt das? Die scheiß Taxis lassen uns nicht raus. Wir sind umzingelt. Komm. Komm, das kannst vergessen, die Schnitzerei. Vielleicht gibt's noch einen anderen Weg. Was ist mit dem Fenster? Zu hoch. Tja, Ende Banane. Also, ich habe eine Idee. Schlüsseldienst. Wie alt ist denn der Kleine? 5 Wochen. Kürbis 5024, 5056, 5028 von 5001 kommen. Bleib fertig machen. An alle. Gesucht wird Matthias Hinze, genannt Flash. 34 Jahre alt. Dunkelblondes Haar. Verdächtiger ist unterwegs mit schwarzem Alpha Cabrio. Kennzeichen Kaufmann Strich Anton. Tut mir leid, ich wollte den Kleinen nicht erschrecken. Jetzt verschwinden Sie oder ich rufe die Polizei. Naja, hoffen wir das Beste. Leo, durch deine verdammten Eskapaden geht uns jetzt der Kerl durch die Lappen. Ich will gar nicht wissen, wie die Presse reagiert. Ja, was soll ich denn machen? Kopfstand? Das kann ich dir sagen. Du gehst jetzt da raus, suchst einen Taxifahrer und entschuldigst dich. Leute, da draußen ist der Teufel los. Jetzt fang du auch noch an. Hallo. Guten Tag, Hallo. Frau Voss. Guten Tag, Frau Voss. Guten Tag. Hey, was machen Sie denn hier? Herr Fink konnte einfach kein Taxi kriegen. Da habe ich ihn hergebracht. Kann ja kein Mensch wissen, dass die Idioten gleich so einen Aufstand machen. Ein eisernes Gesetz legt dich nie mit Taxifahrern an. Ich kann Ihnen nur raten, sich bei Ihnen zu entschuldigen. Wofür? Ich habe nichts gemacht. Keine Konsequenzen haben wird, wenn Sie diesen Platz augenblicklich räumen. Falls Sie sich weigern, müssen Sie allerdings mit einer Anzeige wegen Landfriedensbruch und Behinderung der Polizeiarbeit rechnen. Haben.
50, bitte. Ups. Bis 5001 von 14 kommen. 5001 gehört. Habe soeben Verdächtigen gesichtet. Ich kann nicht mehr als mich entschuldigen. Ich weiß sowieso nicht wofür. Vielleicht haben Sie eine Idee. Sie könnten ja Ihren Charme spielen lassen. Haha, sehr witzig. Ulf ist am Funke, hat Flash gefunden. Das darf doch nicht wahr sein. Mensch, Schelling, den habe ich ja ganz vergessen. Wo ist er denn? In Nibelungenstraße vor dem Spielsalon. Ist dein Wagen in der Nähe? Nein. Sag ihm, er soll nichts machen, bis wir da sind. Was hast du vor? Mit ihnen reden. Ja, und? Was willst du ihnen sagen? Weiß noch nicht. Ah, diese Leute, scheiße hier! Nirgendwo kommt man durch! Wir müssen gleich wieder los. Ulf hat Fleisch gefunden. Jojo sagt euch über Funk, wo er ist. Ab, ab geht er! Ich mach dich so klein wie du, verstehst du mich? Ich mach dich so klein, ich hab dir gesagt, um 12 Uhr ist der Wagen da, mein Freund. Hör mir zu, hast du mich verstanden? Ja, ist okay, ist alles klar. Ich brauch zuverlässige Leute, verstehst du? Ich mach dich so klein. So klein wie du, mein Freund. Ja, nichts bleibt ruhig. Weißt du, spät war Abend? 12 Uhr hab ich gesagt. 12 Uhr. 2, 3 Minuten da. Wegen dieser blödsinnigen Blockade haben Sie einen Kollegen in Gefahr gebracht. Konnte ich doch nicht riechen. Wenn Sie nicht augenblickend verschwinden, nehme ich Sie fest wegen Behinderung der Polizei. Aha, es geht also doch, hä? Ich hab dir gesagt, ich brauche zuverlässige Leute, verstanden? Gibt's hier was zu glotzen? Nee. Zisch ab, sonst gibt's was auf die Glocke. Ich hab grad eine Glückssträhne. Was haben wir denn da? Ein Bulle. Kommst du wohl ganz schlau vor, wa? Köbes 50 25 von 5001 kommen. Ulf, verdammt nochmal, wo steckst du? Der hat das Funkgerät abgeschaltet. Hoffentlich macht er keine Dummheiten, der Depp. Anton 8015 von Köbes 5001 kommen. Bulle. Ganz clever. Ganz clever. Komm, lass uns abhauen, Mensch. Moment. Polizei! Mach doch keinen Scheiß. Immer mit der Ruhe. Ist okay? Geht schon. Habe ich für Köbi gekauft. Gott sei Dank. Hans, warum hat Schelling sich überhaupt eingemischt? Ich meine, der hätte auf Verstärkung warten müssen. Er wollte zeigen, dass er ein guter Polizist ist. Ich glaube, wir beide haben uns noch eine Menge zu sagen. Allein